Unsere Vision ist sauberes Wasser und das möchten wir auch unseren Auszubildenden vermitteln. Und sie möchten das auch gerne vermittelt bekommen, freuen sich eigentlich auch darauf, mit uns unsere Vision umzusetzen. Das Besondere an der Firma Zahntechnik, wir haben ganz viele Ausbildungsberufe, von den technischen Berufen, Ausbildungsberufen bis zu den kaufmännischen. Unsere Auszubildenden werden sofort auch mit ins Projektgeschäft mit einsteigen und das finden die sehr spannend und auch fühlen sich auch gewertschätzt. Ich darf sofort mit auf die Baustelle fahren, darf direkt mit in den Schaltschränken mitarbeiten. Die Industriekaufleute sind wirklich sofort im Projektgeschäft mit involviert. Und ich glaube, es gibt nicht viele Unternehmen, die halt auch so integral so ausbilden. Weil wir auch so viele Ausbildungsberufe haben, gibt es bei uns auch so viele Möglichkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten von anderen Auszubildenden zu erlernen und auch diese zu verstehen. Dass jeder die Seite von einem anderen Auszubildenden versteht, ich glaube, das gibt es sonst in keinem Unternehmen. Die drei dualen Studiengänge, die wir haben, sind der Elektroniker für Betriebstechnik, der ist dann in der Hochschule für die Elektrotechnik. Dann haben wir den Konstruktionsmechaniker im Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen für Chemie- und Verfahrenstechnik und auch jetzt neu für die Elektrotechnik. Die erlernen dann quasi den Beruf, Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik, sind dann ein Jahr bei uns komplett im Betrieb, gehen ganz normal in die Berufsschule und gehen dann nach einem Jahr dann in die Hochschule und kommen dann in den Semesterferien, müssen sie dann immer wieder zu uns kommen und gehen dann auch wieder in verschiedene Abteilungen, damit sie auch das komplette Projektgeschäft erlernen. In unserem neuen Innovation Lab, wo wir auch sehr stolz drauf sind, da erlernen halt wirklich alle Auszubildenden und auch die neuen Mitarbeiter, die bei uns anfangen, komplett die Zahnenwelt. Von der Elektrotechnik über den Maschinenbau bis zu unserem Water Management System. Also die Auszubildenden werden bei uns im Innovation Lab integral quasi ausgebildet. Was muss der Elektriker können? Was muss der Konstruktionsmechaniker können? Die meisten kommen wirklich aus den Schulen, auch hier aus unserer Region. Die Schulen besuchen wir ja auch. Wir unterrichten in den Schulen. Wir haben Kooperationen mit Schulen. Ich setze mich wirklich sehr, also total gerne für unsere Auszubildende ein. Die liegen mir so sehr am Herzen.